Also wie gesagt, schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr seid nach dem Mittagessen noch aktiv. Martin hat uns schon kurz vorgestellt, aber noch mal um kurz zu sagen, das ist Katja. Sie ist die Solution Ownerin für Lynchpin, also die Produktleitung für unsere Social Intranet-Lösung Lynchpin, die ihr jetzt schon kennengelernt habt. Das ist Adil. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich und Adil ist hier, weil er einfach gerne redet. Okay. Ich versuche mich kurz zu fassen. Genau. Aber bevor wir anfangen, vielleicht gehe ich mal aus dem Bild. Stell mich mal kurz hier hin. Frage noch mal kurz in den Raum. Ihr kennt jetzt wahrscheinlich alle Lynchpin, ansonsten habt ihr alle geschlafen. Das möchte ich euch jetzt natürlich nicht vorwerfen. Aber wer von euch hat denn jetzt schon Lynchpin im Einsatz? Okay. Eine ganze Menge. Genau. Wer von euch hat schon ein Angebot vorliegen, um Lynchpin einzuführen? Da geht noch was. Okay, ich komme später auf dich zu. Gut, und insgesamt gibt es schon Überlegungen bei manchen hier, die weder ein Angebot haben, die noch kein Angebot haben, Lynchpin einzuführen? Sehr schön. Gut, an sich, kurz zum Rissen, Lynchpin ist unsere Confluence-basierte Intranet-Lösung, die Silke von NSCity jetzt schon vorgestellt hat. Danke übrigens dafür. Hat mich sehr stolz gemacht, weil vor 3 Jahren ich mit der Bahn nach Hannover gefahren bin. Es hat geschneit, es war kalt. Meine Bahn hatte Verspätung und dann habt ihr mich bestraft mit Ausschreibungsunterlagen. Aber es hat sich gelohnt. Also genau. Wir haben hier ein kleines Aktivierungsspiel vorbereitet. Hier sind ein paar Zahlen, die wir jetzt hier an die Wand werfen. Und ich würde euch einfach mal bitten, mal zu raten, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Es geht hier um das Thema Lynchpin. 150 Lizenzkosten. Wir sind viel teurer. Bitte? Ich habe doch gesagt, so dass wir wenig. Aber auch noch pro Kunde. Sehr schön. Noch ein Versuch? Kann man so sagen, wir haben nämlich 150 Kunden weltweit. Hier seht ihr auch gerade die Verteilung. Im deutschsprachigen Raum sind wir natürlich relativ stark präsent, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber wir haben auch zunehmend Anfragen bzw. Kunden aus dem Ausland, die das teilweise mit unseren Partnern aus aller Welt einführen oder auch selbstständig, die wir jetzt als Self-Service-Kunden betreiben. Ja, die Adil noch nicht kannten bis eben, wissen jetzt, was ich meinte mit dem Reden. Ne? Nächste Frage. 35, was glaubt ihr, hat die Zahl zu bedeuten? Durchschnittsalter der User wäre wahrscheinlich recht jung. Apps im Store sind wir nicht ganz dabei. Sind 35 Mitarbeiter, die an der Lynchpin-Entwicklung arbeiten. Also nicht eingezählt alle Consultants, Marketing, Vertrieb und so, sondern wirklich die Entwicklungsteams, die aktiv daran arbeiten, Lynchpin weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Genau. Eine etwas höhere Zahl, 43. Irgendein Versuch? Passt. Nein, 43 ist die Zahl der neuen Kunden in 2018. Wie es jetzt auf der Folie steht, entspricht es einem Wachstum von 165%. Das ist praktisch der Durchbruch, den wir letztes Jahr geschafft haben. Ihr seid also, einige von euch gehören zu den 43, andere etwas ältere Hasen, wie der Jan. Er ist schon ein bisschen länger dabei. Aber das ist die Zahl, auf die wir uns jetzt stützen bei der weiteren Produktentwicklung. So, jetzt noch die kleinste Zahl von allen, die Nummer 5. Jemand eine Idee? Lynchpin wird 5 Jahre alt dieses Jahr. Auch eine spannende Zeit, in der wir auch vom Dienstleister zum Produktentwickler uns entwickelt haben und auch viele von euch, die hier sitzen, haben da auch ihren Teil zu beigetragen, wie der Jan oder auch der Cedric und um nur 2 zu nennen, da sitzen noch mehr, die uns schon immer ganz viel erzählt haben über ihre Anforderungen und auch mit Sponsored Developments das Produkt weitergebracht haben und daraus entstanden ist jetzt eben eine mittlerweile recht ernstzunehmende Lösung und die schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Dazu muss ich hier nur kurz etwas umstellen, weil Google so mächtig ist. Eine Sekunde.
Genau, der Adil wird gleich mal in eine Demo-Instanz reingehen und euch sozusagen das Produkt hands-on vorführen und das Potenzial zeigen. Viele von euch kennen das. Wir haben auch ja eben bei Silke Screenshots gesehen. Jetzt werdet ihr dann nochmal andere Möglichkeiten sehen. Und viele, die Lynchpin kennen, hoffentlich auch noch ein paar neue Features entdecken, die noch nicht bekannt sind. So. Klappt das, Adil? Selbstverständlich. So. Genau, Gut. Jetzt sehen wir endlich die Login-Maske. Es war eigentlich geplant, hier zu sein, wenn Katja in ihrem Monolog fertig ist. Aber so, jetzt sind wir hier. So. Ich fange dann einfach mal an mit der Demo. Mach du mal. So, ich habe hier gerade meine Zugangsdaten eingegeben. Ich bin ja auf der Login-Maske. Habe jetzt meine Benutzerdaten eingegeben, klicke auf Anmelden. Und die meisten von euch würden jetzt erwarten, dass ich hier auf dem Dashboard lande. Falsch. Da einige von euch oder viele von euch Lynchpin schon kennen, möchte ich jetzt nicht wieder alles erzählen, was schon bekannt ist, sondern ich versuche den Vortrag so, beziehungsweise die Demo so zu gestalten, dass es was Neues gibt für die Bestandskunden, die Lynchpin schon kennen, aber versuche auch dabei auf diejenigen von euch einzugehen, die das Produkt noch nie gesehen haben. Das hier ist zum Beispiel unser neuer Onboarding-Prozess. Das heißt, sobald ich mich einlogge, das erste Mal im Intranet, werde ich hier begrüßt und kann jetzt hier schrittweise einen Onboarding-Prozess durchlaufen. Ich werde gebeten, ein Foto hochzuladen, was ich schon im Vorfeld gemacht habe, denn ich habe mich natürlich vorbereitet, Martin. Klicke auf Weiter und kann jetzt natürlich Profilinformationen ausfüllen. Hier kann ich jetzt Informationen zu meinem Standort hinterlegen. Also kann sagen, ich arbeite in Deutschland am Standort Frankfurt im Gebäude B1 im Raum Nummer 310. Klicke auf Weiter und könnte jetzt noch Informationen zu meiner Expertise angeben. Also ich sage jetzt hier einfach mal, ich kenne mich aus mit Confluence, Jira, weil es so gut ist, SAP. Kann ich ja noch angeben, dass ich mich mit den ISO-Standards 9001 und 14001 auskenne. Und bevor es zu langweilig wird, ganz kurz. es geht dann natürlich viel mehr um irgendwie die Eingabe auch von Profildaten, sondern eben auch um die Frage, die wir heute Morgen auch schon mal besprochen haben, die Akzeptanz von so einem System und die Leute auch ins System bringen. Also das ist so eine softwareseitige Lösung, die wir uns ausgedacht haben, auch zusammen mit vielen Kunden, um eben den Nutzer viel schneller dazu zu animieren, ja auch Dinge von sich preiszugeben, die dann wieder dabei helfen, mit dem System gut klarzukommen. Schön. Ich hätte es nicht besser sagen können. So, klicke auf Abschließen. Die Informationen, die ich jetzt eingetragen habe, sind natürlich wieder aktiv und jetzt lande ich auf meinem personalisierten Dashboard. Heißt, diejenigen, die von euch schon Confluence kennen, wissen, dass es ein bisschen anders aussieht. Wir haben hier die Möglichkeit, also wir sehen hier die größten Änderungen an der Benutzeroberfläche. Das kann jetzt relativ schlicht gehalten werden, wie wir es jetzt zum Beispiel hier sehen, oder so schön bunt wie bei Enerdigi mit den ganz vielen Farben. Das ist jetzt euch überlassen. Wichtig ist nur, ihr könnt da dieses Theme, also die Benutzeroberfläche, an euer Corporate Design anpassen. Was wir hier auch noch haben, ist eine Navigation, die wir hinzugefügt haben. Sieht man das? Genau. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel verschiedene Menüpunkte, unter anderem den Menüpunkt Frankfurt und dann auch die Nachrichtenkanäle. Für diejenigen, die von euch, die jetzt aufmerksam waren, die haben bemerkt, dass beim Onboarding-Prozess, dass ich da angegeben habe, dass ich in Deutschland am Standort Frankfurt arbeite. Aus genau dem Grund sehe ich jetzt auch zum Beispiel die Nachrichten aus dem Standort Germany, Deutschland, sehe Frankfurter Nachrichten und Marketing-Nachrichten, weil in meinem Profil wohl eingetragen worden ist, dass ich im Marketing arbeite. Etwas weiter drunter sehen wir jetzt auch zum Beispiel Veranstaltungen für den Standort Frankfurt und so die wichtigste Seite in so einem Intranet, den Speiseplan. So, das Besondere was an diesem System, was es von vielen anderen Intranet-Lösungen und vor allem Confluence abgrenzt, ist, dass sämtliche Informationen, die mir hier gerade dargestellt werden, vollständig auf mich zugeschnitten sind. Wenn ich nämlich mein Profil aufrufe, sehen wir, dass ich die Daten, die ich im Onboarding-Prozess eingegeben habe und dass ich im Marketing arbeite. Um die Personalisierung mal kurz zu verdeutlichen, versetze ich mich mal in die IT-Abteilung und gebe an, dass ich in Washington arbeite, in den USA. Klicke auf Speichern. Sobald ich das getan habe, habe ich sofort eine Navigation auf Englisch für den Menüpunkt und auch den Menüpunkt Washington. Kehre ich auf die Startseite zurück, habe ich auch ganz andere Unternehmensnachrichten, die mir hier angezeigt werden. Ich habe nicht mehr die News Germany hier auf dem Dashboard, sondern die Nachrichten aus den USA. Genauso wie auch die standortspezifischen Nachrichten hier für Washington. Und hier sehe ich dann IT-News anstelle von Marketing-News. Unten drunter habe ich jetzt Events, die spezifisch für den Standort in Washington ausgerichtet sind.
Und weil die Amerikaner nicht für das gute Essen bekannt sind, haben sie auch keinen Speiseplan, also keine Kantine. Und deswegen bekommen sie Onboarding-Dokumente angezeigt. Das heißt, die Personalisierung begrenzt sich nicht nur auf Nachrichten oder Events, sondern auf sämtliche Informationen, die man hier in diesem Intranet abbilden kann. Sämtliche Funktionen, die ihr jetzt aus Confluence kennt, Bereiche, Seiten, Blogartikel, bleiben euch natürlich erhalten. Wenn wir uns die kurz nochmal ansehen, beziehungsweise ich versetze mich mal wieder zurück nach Deutschland, um sicherzugehen, dass alle bis auf Patrick verstehen, was wir hier machen. So, jetzt ist meine Navigation wieder auf Deutsch. Und wie schon gerade erwähnt, alle Confluence-Funktionen bleiben euch erhalten. Unter anderem haben wir das Bereichsverzeichnis. Ihr seht, dass es jetzt natürlich etwas anders aussieht, hat einen etwas moderneren Touch, wo ich natürlich hier mit Hilfe meiner Kategorien filtern kann, welche Spaces ich natürlich hier aufrufen möchte. Was auch möglich ist, sind natürlich Bereiche zu erstellen. Was wir jetzt hier haben, ist auch zum Beispiel die Möglichkeit, Vorlagen für Bereiche zu hinterlegen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen neuen Bereich für ein Projekt und sage jetzt hier ganz einfach, das Projekt heißt AEC, nur ein neuer Bereich. Klicke jetzt auf Weiter und kann zum Beispiel hier das Projektziel definieren. Alle mal kennenlernen und Lynchpin vorstellen. Ich werde jetzt systematisch und strukturiert nach Daten abgefragt. Also Projektstart 19. Mai. Wer leitet das Projekt? Das ist der Theo Schröder. Theo Schröder und die Susi Sonnenschein. Und die Tools, mit denen wir arbeiten, Confluence und Jira Service Desk. Diese Informationen werden jetzt sofort an vordefinierten Stellen in dem Bereich hinterlegt. Aber nicht nur das. Der Bereich, der jetzt gerade erstellt wird, wird mit einer vordefinierten Seitenstruktur, wie wir es zum Beispiel hier links sehen, erstellt. Das heißt, ich lege einen Bereich an, dieser Bereich beinhaltet schon Seiten und die Informationen, die ich gerade in diesem Formular hinterlegt habe, werden hier auch standard sofort hier abgespeichert. Auch möglich ist es sofort, hier einen Microblog zu hinterlegen. Das ist das Produkt, das bei Energie nicht so gut angekommen ist. Den Charakter des Microblogs kann jedes Unternehmen selbst beeinflussen. Es gibt Unternehmen, die nutzen ihn als schwarzes Brett, andere nutzen ihn für die Projektkommunikation. Confluence ist sehr mächtig, wenn es darum geht, Informationen zu dokumentieren. Wenn es darum geht, miteinander im Projekt zu kommunizieren, haben wir nur die Inline-Kommentare oder die Seitenkommentare, die relativ schnell unübersichtlich werden. Der Microblog kann hier dabei helfen, eben genau diese Schwäche hier aufzubrechen. Also hier kann ich zum Beispiel ein kurzes Update zum Projekt geben. So, gehört zum Bereich Einzel. Poste es jetzt hier. Und sofort können alle anderen Projektmitglieder, beziehungsweise die Personen, die natürlich darauf berechtigt sind, damit interagieren. Sie können diesen Post mit Gefällt mir markieren oder auch antworten. All das ist natürlich auch zugänglich über unsere neuen Portalseiten. Das heißt, für sämtliche Apps, die wir mit Lynchpin ausliefern, haben wir jetzt zentrale Einstiegsseiten, die Informationen aus sämtlichen Bereichen in einer Übersicht hier direkt darstellen. Was charakteristisch ist für die Lynchpin-Portalseiten ist, dass wir hier links überall die Sidebar haben und rechts hier der Inhalt eingeblendet wird. Diejenigen von euch, die das App Center beispielsweise kennen oder das Lynchpin Launchpad, werden dann zum Beispiel auch hier direkt erkennen, dass sich dieses Muster durch sämtliche Verfahren hier zieht. Das wird sich dann auch zum Beispiel auf die Unternehmensnachrichten, also auf die Übersichtsseite für News, dann so hinterlegen. Der Zugriff auf die Portale, den werden wir auch nochmal in diesem überarbeiteten Header hier hinterlegen. So, kurz dazu. Selbstverständlich müssen wir auch natürlich über Mobile reden, sonst macht Martin große Probleme. Aber wie ihr so seht, haben wir die Möglichkeit, Lynchpin auch über unser Smartphone aufzurufen. Es handelt sich hierbei um eine native App. Also hier seht ihr zum Beispiel die Lynchpin-App und auch zum Beispiel die Sabet Media-App. Das soll euch jetzt vermitteln, dass theoretisch ihr jederzeit mit eurem Smartphone auf euer Intranet zugreifen könnt. Aber für diejenigen von euch, denen Corporate Design sehr wichtig ist, ist es zum Beispiel auch möglich, eine gebrandete Mobile-App zu haben. Das heißt, die Technologie dahinter ist die gleiche, bloß das Farbschema und das Logo ändert sich. Katrin von der Deutschen Messe ist ja heute auch hier. Den können wir auch eigentlich nur beglückwünschen, dass die Mobile-App von der Deutschen Messe ebenfalls letzte Woche oder vorletzte Woche online ging. Gestern. Oh, herzlichen Glückwunsch. Super.
So. Genau. Mit der Mobile App kann ich natürlich sämtliche Informationen aufrufen, die wir jetzt hier auch auf der Desktop-Variante sehen. Das heißt, ich habe hier meine Unternehmensnachrichten. Das ist jetzt unser Intranet, nicht wundern. Aber vielleicht wechsle ich das mal lieber. So. Ich habe hier mal Zugriff auf die Unternehmensnachrichten. Ich kann auf den Microblog zugreifen. Und das, ich habe hier Zugriff auf das Kontaktverzeichnis. Ich kann jetzt hier also alle Profile hier sehen. Kann sie auch durchsuchen. Etwas, was ich jetzt zum Beispiel nicht gezeigt habe, ist, dass die Profilinformationen hier zum Beispiel rechts über die Sidebar durchsuchbar sind. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel den Namen Schröder eingebe, taucht hier der Theo Schröder auf, trage ich hier den Standort Frankfurt ein, tauchen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf, die angegeben haben, in Frankfurt zu arbeiten. Oder ich mache das relativ spezifisch und sage, ich brauche einen Experten in SAP. Oh, ich bin der Einzige. Nee. Vielleicht einen Experten in Jira, der vorzugsweise in Frankfurt sitzt und im Idealfall Französisch spricht. Dann habe ich jetzt Susanne Meyer und den Michael Schneider zur Auswahl. Diese Funktion habe ich natürlich jetzt auch hier auf meinem mobilen Endgerät. Und selbstverständlich habe ich hier Zugriff auf sämtliche Seiten und Bereiche, die ich auch auf meinem Desktop aufrufen kann. Fast zu Ende. Wir haben Linchpin, wie gesagt, bei jetzt 150 Kunden ausgerollt. Bei vielen Kunden war das sehr, sehr erfolgreich. Bei einem unserer größeren Kunden, Produktionsunternehmen, kam es zu dem Vorfall, dass ein Produktionsmitarbeiter nach Hause gegangen ist und von seiner Frau dazu beglückwünscht wurde, dass es das Unternehmen, für das er arbeitet, einen neuen riesigen Auftrag bekommen hat. Er hat sie natürlich direkt gefragt, woher sie das weiß. Und sie hat Radio gehört und da wurde diese Nachricht verkündet. Dieser Mitarbeiter hat dann am nächsten Tag die ketzerische Frage im Unternehmen gestellt: Was ist das eigentlich für ein Intranet, das nicht die Mitarbeiter erreicht, die für die tatsächliche Wertschöpfung im Unternehmen verantwortlich sind? Da ist natürlich die Unternehmenskommunikation erstmal baff gewesen. Sie wollten natürlich ganz einfach damit reagieren und dann alle Linchpin Mobile zur Verfügung stellen, aber die IT-Compliance hat es nicht vorgesehen, dass Mitarbeiter diese Informationen auf privaten Endgeräten vorzustellen. Jeden der 3000 Produktionsmitarbeiter ein iPhone zu kaufen, hat ein bisschen das Budget gesprengt. Deswegen die Lösung, in dem Fall Linchpin Touch war, was wir jetzt hier sehen. Es ist viel eindrucksvoller auf diesen größeren Monitoren. Ich weiß nicht, ob einige von euch die Büroführung schon mitgemacht haben, aber oben haben wir hier so einen großen Monitor hängen, wo ihr euch das auch nochmal anschauen könnt. Aber grundsätzlich gilt, sämtliche Informationen, die wir jetzt hier auf dem Desktop gesehen haben, lassen sich jetzt hier zum Beispiel auf Monitoren ausspielen, die in Produktionshallen, Kantinen und so weiter stehen können. Das heißt, ich kann eine Unternehmensnachricht beispielsweise verfassen, die dann sofort auf meinem Smartphone erreichbar ist und natürlich auch auf meinem Linchpin Touch Device jetzt hier ganz einfach. Das heißt, ich habe keine Datenredundanzen, ich muss eine Nachricht nur zentral pflegen und alle Mitarbeiter können die erreichen. Und auch hier funktioniert die Personalisierung. Das heißt, je nachdem, wo dieses Gerät steht, können unterschiedliche Informationen ausgestrahlt werden. Steht das Gerät in Produktionshalle 1, werden zum Beispiel auch Verfahrensanweisungen für die Maschinen oder Arbeitsanweisungen für die Maschinen in Produktionshalle 1 dargestellt, während auf der Kantine der Speiseplan eher in den Fokus gerückt wird. Okay. Bist du fertig, Adi? Ja, ich habe es gemerkt. Gut, danke aber für diese schöne Produktpräsentation. Ja. Wir möchten noch ein bisschen erzählen, wie das so hinter den Kulissen abläuft bei uns, wie wir daran arbeiten, ein immer runderes Produkt zu machen. Ausgangssituation war die, dass wer uns kennt, weiß, dass Linchpin erst entstanden ist aus einer ganzen Reihe von einzelnen Apps, die wir nach und nach entwickelt haben. Kommst du klar? Ja, sicher. Genau, da sind wir richtig. Die Aufgabe ist jetzt also, oder war, wir sind schon ein bisschen damit weitergekommen, einzelne Produkte, einzelne Apps, die in zwischen 5 und 3 verschiedenen Entwicklungsteams entwickelt werden, auf einen Nenner zu bringen, eine runde Sache draus zu machen, daraus eben ein Intranet zu machen und nicht die Summe aus 11 einzelnen Apps. Damit beschäftigen wir uns jetzt seit einem knappen Jahr
und haben uns auch mit skalierten Methoden beschäftigt. Wir haben uns aus dem SAFe-Framework bedient und ein Begriff, den Sie vielleicht von uns häufiger jetzt hören werden, ist das Wort PI, steht für Program Increment und heißt bei uns konkret, drei Teams arbeiten 5 Sprints zusammen am Gesamtprodukt. Das heißt, wir sprechen, wenn wir Ihnen irgendwas von einem PI erzählen, geht es bei uns im Grunde um einen Zeitraum von 10 Wochen, in dem wir phasenweise Linchpin weiterentwickeln. Jetzt müssen wir das wieder mit diesem Fokus machen. Genau. Hier nochmal so ein Einblick. Die gestern da waren, kennen den Raum. Da hatten wir gestern den Workshop zum Digital Workplace. In dem Raum finden dann bei uns alle 10 Wochen PI-Plannings statt. Das heißt, dort haben wir ein priorisiertes Backlog, was wir dauernd bearbeiten, priorisieren. Wir sammeln Ideen ein vom Markt, von uns, von Partnern, von unseren Usern und entscheiden eben, wie wir unserer Vision näher kommen, wie wir unsere Strategie weiterbringen können. Und an diesem PI-Planning hängt dann eben eine Liste priorisierter Features auf einem Blatt Papier und die Teams nehmen sich die Stück für Stück runter. Sowas da, und ist dann eine Riesenwand, vollgeklebt mit Papier, entsteht dann im Laufe dieses Tages, wo wir jetzt hier sehen, wir haben 3 Teams, Serenity, Pink Horizon, Hyperfly, so heißen unsere Teams, die an Linchpin entwickeln. Und wir haben eben 5 Sprints, ganz normale Scrum-Sprints, und da kleben die dann nach und nach ihre Features dran und User-Stories und wir koordinieren, wann müssen wir irgendeine App releasen, damit irgendein Feature gut funktioniert. Genau. Ein Ergebnis aus dem letzten PI ist die Linchpin Intranet Suite, die der Martin auch schon beworben hat. Das heißt, seit März müssen unsere Kunden nicht mehr sich auf dem Atlassian Marketplace 11 einzelne Apps zusammensuchen und installieren, sondern das alles geht jetzt mit einem Klick. Nicht nur das, also es bringt natürlich noch viel, viel mehr Vorteile mit sich, abgesehen von der Preisstabilität und insgesamt günstigeren Preis, bekommt ihr praktisch mehr für euer Geld. Also in der Linchpin Intranet Suite sind beispielsweise sämtliche Funktionen, die ich gerade vorgestellt habe, inklusive Linchpin Mobile und Linchpin Touch, ebenfalls verfügbar. Das heißt, die Bestandskunden von euch, die schon Linchpin Intranet-Lizenzen haben, denen wir dringend angeraten, auf dieses Bundle zu wechseln, weil ihr mehr Funktionen bekommt, mehr Apps theoretischerweise, zu einem geringeren Preis. Abgesehen davon gibt es euch Planungssicherheit, beziehungsweise wir können euch viel besser, beziehungsweise zuverlässiger mit Aussagen liefern, um eure Update-Zyklen, also um euer Release-Management besser planen zu können. Das heißt, alle 10 Wochen kommt ein größeres Release raus. Diese Information, also die Information zu den einzelnen Releases, was sich alles ändern wird, werden euch im Vorfeld zur Verfügung gestellt, sodass ihr eure Nutzer wiederum im Unternehmen darauf vorbereiten könnt, mit welchen Änderungen sie zu rechnen haben. Wer war denn beim letzten AEC Confluence hier bei uns? Da gab es so eine Open Space Session zum Thema Roadmap und da haben sich einige von euch gewünscht, dass wir da professioneller werden, dass wir eben auch euch transparenter machen, woran arbeiten wir jetzt und nicht ihr euch wundert über neue Features, die dann plötzlich verfügbar sind und gar keine Zeit hattet, vorher zu entscheiden, ist das für unsere User wertvoll oder nicht, und ihr euch teilweise eben überrumpelt gefühlt habt. Und genau das ist ein Thema, was wir auch über diese neue Art, wie wir uns organisieren, zu lösen versuchen und wo wir jetzt eben immer mehr in der Lage sind, auch eine Roadmap zu veröffentlichen. Das haben wir jetzt, nachdem wir ein erstes PI-Probelauf hatten und nicht wussten, wie wir so performen. Es lief dann ganz gut. Dann haben wir uns jetzt getraut, im zweiten PI schon die Roadmap für die aktuellen 10 Wochen zu veröffentlichen. Veröffentlichen heißt dann für uns erstmal in der Kunden-Community, in der einige ja auch kräftig aktiv sind. Und die Roadmap aktuell fasst vieles von dem zusammen, was jetzt vielleicht einige, die Linchpin schon im Einsatz haben und von dem, was Adil gezeigt hat, noch nicht kannten. Da geht es ganz viel auch um Usability, um Vereinheitlichung von Oberflächen, eben diese Portale, dass wir alles aus den Linchpin-Features auf den Portalseiten zusammenfassen. Auch die neue Sidebar, ist vielleicht manchen aufgefallen, dass die Linchpin-Sidebar, in der der Adi die Kontakte gezeigt hat, dass die einen anderen Look hat. Da gehen wir eben den Weg, den auch Atlassian mit der neuen Such-Sidebar geht. Die sieht ab
Confluence 6.15 etwas anders aus. Und ja, andere Themen sind, wir schließen für alle Apps die Data Center Readiness ab, wir erweitern den Onboarding-Assistenten, den Adil auch eben gezeigt hat, was so die ersten Schritte ins System waren. Und ein Thema noch ist unser erstes Cloud-Plugin. Wir sind gerade dabei, das Linchpin Communities Plugin für Cloud fertigzustellen, als MVP in den Marketplace zu bringen, um da eben auch endlich unsere ersten Erfahrungen mit Cloud zu sammeln. Immer am Ende dieses PI sammeln wir dann nach Sprint 4 alle Features zusammen, die releasefähig sind und Zeit hatten, auch untereinander getestet zu werden. Und dann kommt eben diese neue Linchpin Suite dann wieder raus. Genau, wie geht es weiter? In nicht nur jetzt die nächsten 10 Wochen, sondern eben mit Blick auf das nächste halbe, dreiviertel Jahr erzählen wir auch noch mal so ein paar Highlights. Wir haben eben die verschiedenen Portale gesehen, Bereichsverzeichnis und die Portale aus unseren Linchpin-Features. Das hier ist jetzt unsere Vorstellung vom neuen Personenverzeichnis. Wer arbeitet denn mit dem Confluence People Directory? Nicht so viele. Aus genau dem Grund. Also es schalten tatsächlich auch einige ab, weil das nicht so viel Mehrwert bringt. Gleichzeitig ist in Unternehmen der Wunsch nach einem Telefonbuch, irgendwie nach einer Expertensuche und teilweise solche Möglichkeiten haben wir ja schon im Linchpin User Profile integriert, aber wir möchten eben den ganzen, eine ganze Seite widmen und das auf diesem Personenverzeichnis erleichtern, Leute zu finden, sich mit den Menschen zu verbinden, die eben für den Nutzer gerade in dem Moment relevant sind. Und bei aller Digitalisierung geht es ja irgendwie immer um Menschen, ist uns auch ganz wichtig. Und wir wollen eben auch noch die Nutzerprofile erweitern und denen die Möglichkeit geben, noch mehr Individualität und persönlichen Touch da reinzubringen. Genau. Optik bestimmt ziemlich viel. Wir haben jetzt heute 2 verschiedene Dashboard-Varianten gesehen. Einmal das klassische Linchpin in seinem Aufbau, das ich vorgestellt habe. Ein etwas schöneres Beispiel hat Silke bei NRDigi vorgestellt. Um es euch einfacher zu machen, relativ schnell verschiedene Varianten beispielsweise auszuprobieren, wie ihr es zum Beispiel vorhabt, arbeiten wir jetzt auch gerade an einem Dashboard-Wizard, der nicht nur die Unternehmensnachrichten beispielsweise in einem moderneren Layout darstellt, sondern es euch ermöglicht, ganze Dashboards auf Knopfdruck einfach live zu schalten und einfach auszuprobieren, damit ihr je nach Use Case auch entsprechend einen optimalen Aufbau der Startseite gewährleisten könnt. Seid ihr sehr auf Unternehmensnachrichten fokussiert, gibt es eine Variante beispielsweise, die sehr newslastig ist. Geht es eher um Kollaboration, versuchen wir beispielsweise den Microblog in den Fokus zu stellen, während die News beispielsweise nur in einzelnen Listen darzustellen. Da nicht alle von euch auf UX-Ressourcen zugreifen können, machen wir uns dann in dem Fall für euch Gedanken und ihr könnt dann auf Knopfdruck dann einfach das auswählen, was euch am ehesten zusagt. Genau, ein anderes Thema, was auch ins Onboarding reinspielt, ist, wie kann ich den Nutzern irgendwie nahe bringen, worum es im System geht. Natürlich kann man Schulungen machen, Workshops, was auch auf jeden Fall, glaube ich, immer Sinn macht, die Leute nicht nur mit dem System alleine zu lassen, aber auch ein weiterer Kniff, den wir uns überlegt haben, sind Guided Tours zu ermöglichen, sodass Sie also für Ihr Linchpin so eine Einstiegstour konfigurieren können, überlegen können, welche Features oder auch welche Inhalte sind gerade jetzt für uns System relevant, ob sie dann erklären, wie funktioniert unsere Suche oder welcher Inhalt verbirgt sich hinter den News. Das liegt dann ganz frei bei Ihnen. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, in der der Nutzer, wenn er das möchte, sich durch so eine Tour klicken kann und damit also schon mal abgeholt ist. Genau. Etwas, was ich vorhin kurz angeteasert habe, unsere Portalseiten, also Linchpin Events, Microblog, Launchpad und so weiter, denen wird mehr Bedeutung zufließen und um diese also Einstiegsseiten zentraler zur Verfügung zu stellen, setzen wir uns auch gerade mit einem neuen Header-Konzept auseinander. Das heißt, das People Directory, das Space Directory und sämtliche Portalseiten werden dann zentral hier oben zur Verfügung gestellt, sodass man nicht mal runter in den Footer scrollen muss, um auf genau diese Daten zum Beispiel zuzugreifen.
Und eine Sache ist noch, das ist jetzt die Admin-Oberfläche von der Linchpin Suite. Wir wollen natürlich auch die Administration und Konfiguration von dem System erleichtern. Das ist in unseren verschiedenen Apps auch gewachsen. Es ist nicht immer einfach zu verstehen und wir wissen das auch und wollen eben daran arbeiten, das dem Nutzer deutlich zu erleichtern. Das hier ist jetzt so eine erste Variante, in der wir eben nach Installation der Linchpin Suite auf ein Dashboard im Administrationsbereich verlinken und nach Use Cases sortiert erstmal nur Absprünge in die Konfigurationsoberflächen der jeweiligen Apps liefern und somit schon mal so den ersten Schritt abnehmen. Aber unsere Vision ist eben auch da, wirklich einen Wizard zu kreieren, in dem man entscheiden kann, mit welchem Use Case möchte ich starten und auch in einem einfachen Wizard schon mal Informationen einzugeben und nicht direkt in den langen, komplizierten Confluence oder in unseren App-Konfigurationen dann zu landen. Genau, das alles kann nur weitergehen, wenn Sie sich daran beteiligen, wenn wir es schaffen, unsere Nutzer mit einzubeziehen, daraus zu lernen, wie unsere Nutzer damit arbeiten. Und jetzt möchten wir Ihnen noch ein bisschen Einblick darüber geben, was es da für Möglichkeiten gibt, wie Sie sich eben auch an der Produktweiterentwicklung beteiligen können. Das eine ist das Kennyboard. Manche kennen das auch. Das haben wir auch nach dem letzten AEC aufgebaut. Eine recht leichtgewichtige Lösung, öffentlich Feature Requests und Ideen einzutragen. Die Adresse steht dort. Sie können da einfach mal draufschauen. Wir haben da jetzt eben als erste Ansicht die das Projekt Linchpin Solution gepackt. Vorher waren das eben noch die einzelnen Apps, also auch da der Fokus auf das Intranet und jeder hat dort die Möglichkeit, Ideen einzutragen, auch zu lesen, was die anderen so schreiben, zu voten und wir nutzen es natürlich, um herauszufinden, welche Probleme, welche Ideen haben unsere Nutzer. Genau. An Tagen wie heute, also der Atlassian Enterprise Club, ist ja schon so eine Art Community, also könnte man auch als Atlassian Enterprise Community bezeichnen. Das Schöne hieran ist, dass wir alle zusammenkommen und uns persönlich darüber austauschen können, was es denn Neues in der Atlassian-Welt so gibt oder was man denn Spannendes bei der Linchpin-Produktentwicklung erwarten kann. Für alle anderen 364 Tage im Jahr haben wir in unserem Extranet eine Community aufgebaut, auf der ihr heute alle im Anschluss an diese Veranstaltung Zugriff erhalten werdet. Dort haben wir beispielsweise diesen Microblog hinterlegt, der es euch ermöglicht, miteinander in Austausch zu treten. Uns macht das zum Beispiel immer ganz stolz, wenn Kunden, also wenn ihr selbstständig irgendwelche Informationen bzw. Fragen stellt und andere Nutzer darauf antworten. Das ist sehr praktisch, weil ihr zum einen keine Beratungsleistungen bezahlen müsst, zum anderen ist es für uns sehr interessant zu wissen, was euch denn so bewegt. Und so könnt ihr auch von den Erfahrungen, beispielsweise von Silke, profitieren, wenn ihr euren Rollout plant. Dort werden wir euch aber auch in Zukunft mit den neuesten Informationen zu Roadmap und zu den Entwicklungen an sich versorgen mit Informationen. Ja, das passiert tatsächlich auch schon, dass wir ankündigen, welche Features sind in Planung oder der eine oder andere hatte vielleicht auch schon mal ein Telefonat mit Caro oder Tamara aus unserem UX-Team, die dann auch Fragen stellen zu Funktionen, die wir erst auch in mittelfristiger Zeit irgendwie planen, damit wir einfach ja, genau herausfinden, wie wir die Funktionen so bauen können, dass sie wirklich auch weiterhelfen. Und das ist jetzt auch nur noch mal ergänzend dazu, wer jetzt schon Zugang hat zur Community, findet unter dem Punkt Roadmap auch jetzt schon den aktuellen Plan sozusagen für das laufende PI. Ansonsten gibt es noch eine neue Geschichte. Wir versuchen jetzt eben auch mit wachsender Nutzerzahl immer mehr auch User-Feedback zu bekommen. Jetzt viele hier, die sind in Intranet-Teams und kriegen wahrscheinlich schon super viele Anfragen und Feedback von Nutzern und müssen das auch irgendwie wieder weiterverarbeiten. Und was wir jetzt eben aufbauen möchten, ist einen einfacheren Weg, dass auch Leute, die Feedback zum Produkt Linchpin haben, das leichter zu uns geben können. Sie können dann oder ihr könnt dann auch einfach sagen, wenn sich jemand bei euch meldet mit einem Feedback und ihr merkt, es geht jetzt eigentlich gerade gar nicht um unser
individuelles Intranet, sondern das ist eine Produktgeschichte. Dürft ihr auch gerne diese E-Mail-Adresse userfeedback@cyber-media.net weitergeben und die können das einfach an uns weitergeben und wir machen dann damit sinnvoll weiter. Genau, ich würde sagen, unsere Redeanteile waren ausgeglichen. wir haben jetzt, glaube ich, noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Im Anschluss findet ja der Marktplatz statt mit dem Open Space. Dort werden wir auch eine Session anbieten, in der wir im Detail mit euch diese Fragen beantworten können. Ansonsten stehen die Tilde-Tabis, also die ganz bunt angezogen werden, für alles Weitere zur Verfügung. Sehr gut, hat jemand eine Frage? Da ist eine. Warte kurz auf mich. Wie gut lassen sich denn externe Inhalte einbinden, also Seiten von anderen Webservern und andere Contents quasi? Das hängt sehr stark von dem Tool ab, das Sie versuchen einzubinden. Die einfachste Möglichkeit ist zum Beispiel iFrames von Websites darzustellen, die dann direkt auf Confluence-Seiten eingebunden werden. Es gibt aber auch andere, komplexere Integrationsmöglichkeiten, wo dann Informationen aus SAP direkt in Confluence-Profilen dargestellt werden. Eine andere Möglichkeit, die zum Beispiel die Siemens Betriebskrankenkasse benutzt, hat zum Beispiel eine Skype-Integration in den User-Profilen, die dann direkt aus dem Linchpin-User-Profiles einen Chat starten, also ein, was dann das Skype-Fenster öffnet. Also das ist eine sehr, die Antwort darauf ist sehr individuell, beziehungsweise hängt sehr stark von Ihrer Anforderung an. Wobei auch das Thema Integration etwas ist, was uns sehr stark beschäftigt. Alle, die auch gestern da waren beim Workshop zum digitalen Arbeitsplatz, haben das auch in Teilen schon mitbekommen. Das Tool-Stack ist sehr vielfältig, was in Unternehmen im Einsatz ist und wir denken viel darüber nach, wie wir auch mit dem Produkt Linchpin diese Orientierung erleichtern können, nicht indem wir externe Dinge nachbauen, sondern den Einstieg da rein erleichtern. Beantwortet die Frage? Ich mache was. Dann war Katrin. Das mal durchzureichen. So. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Welche Versionen sind da? Also sind das jetzt schon Versionen, die ich quasi nutzen könnte und ist es bei uns bloß noch nicht geupgradet? Oder wann jetzt gerade diese Darstellung mit der rechten Menüleiste, ist das was, was jetzt sozusagen bei euch noch in der Entwicklung ist und noch nicht in den und demnächst erst reinkommt? Genau, das mit der Menüleiste, also mit der Sidebar, meinst du das? Ja. Das ist jetzt gerade in der Mache. Also das sind gerade noch Entwicklungsstände, die wir hier auf der Demo auch gezeigt haben. Das wird jetzt eben Mitte Juni dann released. Und ich weiß nicht, ist die Angela irgendwo? Wird es die Sidebar in die Suite schaffen? Okay, also in der Suite Mitte Juni und davor, falls es für eine Einzel-App noch Relevanz hat, dann auch im Theme-Plugin. So, jetzt habe ich das Mikro, das nutze ich natürlich gnadenlos aus. Nochmal so für den praktischen Ablauf, muss ich mir das dann wirklich so vorstellen, dass ich alle 10 Wochen die überarbeitete Version bei mir reinspiele oder mache ich das sinnvollerweise als einzelne Firma auch dann wieder nur alle halbe Jahr? Das hängt ganz klar von eurem Release-Management-Zyklus ab. Es ist kein Problem, alle 10 Wochen auf den Knopf zu drücken und die neuesten Funktionen auszurollen. Es kann aber natürlich sein, dass der Zyklus oder das Intervall alle 10 Wochen eine neue Funktion auf den User loszulassen, organisatorisch einfach kaum zu bewältigen ist. Deswegen steht es euch natürlich frei, das erstmal nur auf eurem Testsystem zu machen und dann zum Beispiel 3 Monate später. Also zum Beispiel, oder wir machen es so, dass man 2 PIs einfach wartet und dann einfach zum Ende des zweiten PIs dann das Update durchführt. Also daran ändert sich nichts, bis auf, dass wir zuverlässigere Informationen darüber geben, was sich denn genau ändert, sodass ihr das weiter kommunizieren könnt. Es kommt halt aktuell schon immer mal vor, wenn wir das mit den Einzel-Apps machen, dass dann auch erst bei den Kunden noch Bugs auftreten, die auch Wechselwirkungen haben zwischen einzelnen Apps. Also da wollen wir einfach besser werden und wir sind aber weiterhin in der Annahme, dass in Unternehmen 1, 2, 3 Mal im Jahr häufig nur geupdatet wird und wir wollen da lediglich vereinfachen, dass ihr euch dann noch die einzelnen Versionen auch suchen müsst. Was auch noch ein großer Vorteil bei dieser Frage nach den Versionen war, ist, wir hatten zwischenzeitlich so Supportfälle, ich habe es gestern schon mal erzählt,
wo ein Kunde sagt, ich kriege aber keine Push-Notifications auf meiner App. Da haben wir lange rumgesucht und irgendwann festgestellt, dass sie eine uralte Version von Lynchpin Enterprise News benutzt haben, die das halt noch nicht an Lynchpin Mobile kommunizieren konnte. Und es gibt sozusagen Interdependenzen zwischen Apps. Das ist für uns tatsächlich auch im Support und auch für die Produktstabilität ein riesengroßer Vorteil, weil wir jetzt mit dieser Suite sicherstellen können, dass all diese App-Stände miteinander kompatibel sind. Was ja auch zum Beispiel zu dieser Frage hier führt, schafft das das die Suite? Weil das natürlich dann auch noch mit den ganzen anderen Apps geprüft werden muss und so weiter. Insofern, vielen Dank für die Frage. Du hattest noch eine Frage, oder? Also es ist jetzt praktisch so, dass bei der Lynchpin Suite Pakete geschnürt werden, die alle 10 Wochen bereit sind durch die Inkrementen. Mhm. Kann ich mir dann als Kunde mit dem All-Inclusive-Paket, das wir verwenden werden, aussuchen, ob ich auch einzelne Features eines PIs aktiviere und auf ein Gesamtupdate von mir aus ein halbes Jahr oder Jahr warte? Also das an sich ist schon das Ziel, dass Sie eine Suite, wenn Sie einmal die Lizenz für eine Suite installiert haben, dass Sie dann auch bei diesem Modus bleiben. Also immer alles oder gar nicht? Im Prinzip. Im Grunde schon, okay. Ja. Ja. Also müssen wir mal kurz wechseln. Also eine Funktion kannst du nur dann abschalten, wenn wir dich die Funktion abschalten lassen. Ansonsten ist es so, wenn du es installierst, ist es halt dann da. Kannst du hoffen, dass die User das nicht finden oder den Link irgendwie verstecken oder irgend sowas per CSS. Ja, ihr lacht, aber wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte nicht, dass Seiten geliked werden können, ist da irgendjemand bereit, die Hand zu heben? Sozusagen, also, ja, seht ihr, da kommen sozusagen Hände. Ja, gerne, lass mich kurz zu Ende machen. Was wir dann machen ist, wir blenden einfach den Link aus. Das heißt, die Funktion, die Seite zu liken, gibt es weiter. Du kannst nur nicht draufdrücken, es wird nicht angezeigt. Das heißt, also es gibt relativ viele Möglichkeiten, diese Sachen zu machen. Manchmal werden wir vielleicht so einen Knopf machen müssen, damit das nicht funktioniert. Die meisten unserer Kunden wollen mehr. Also sie wollen mehr Use Cases, mehr Adoption, mehr Akzeptanz bei den Usern. Dass jemand zu uns kommt und sagt, mach das nicht, ist meistens, wenn der Betriebsrat irgendwie sagt, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wenn es irgendwelche Datenschutz- oder Security-Bedenken gibt, wie der Adi schon gesagt hatte, nee, bloß nicht auf private Smartphones. Weil wenn ihr jetzt 4.000 Werksmitarbeiter habt, dann haben die keine 4.000 Firmenhandys. Und die werden auch morgen keine 4.000 Firmenhandys haben. Und da muss man halt drüber sprechen, wie gehe ich damit um? Finden wir das sicher? Was können wir da machen? Und so weiter. Und dass zum Beispiel ein Feature dabei ist, das mir sehr interessant ist und das ich unbedingt haben möchte, aber ein paar andere, wo ich sage, wenn ich das jetzt auf die Community oder auf das Unternehmen loslasse, das überzieht mir den Rahmen? Theoretisch kannst du einzelne Apps auch aktualisieren. Wir benutzen ja die gleichen Binaries. Empfehlen werden wir das, glaube ich, nie. Da hätten wir nein, also um das kurz sicherzustellen, das, was er gerade gesagt hat, geht nicht. Aber deshalb... deshalb gibt es ja die Option, die Apps weiterhin einzeln zu lizenzieren. Ah, okay, schon ausgerüstet. Wir werden auch zu diesem ganzen Suite-Thema noch eine Open-Space-Session anbieten, in der wir da nochmal genauer reden können. Und wir lernen da natürlich auch gerade selber, ne, über die Bedürfnisse. Der eine oder andere lernt noch was. Ja, von meiner Seite ein Statement. Ich war letztes Jahr auch hier. Ich finde es, und das wollte ich einfach mal deutlich mitgeben, super lobenswert, dass ihr euch des Feedbacks aus dem letzten Jahr so bewusst angenommen habt. Ich finde den Weg genau richtig. Den Suite-Gedanken finde ich hervorragend. Ihr habt einiges, was wir uns letztes Jahr gewünscht haben, weil wir aus unserer Organisation gelernt haben, was die User sich wünschen oder brauchen. Das habt ihr wirklich aufgenommen. Dickes Lob von mir. Ich freue mich auf das, was ich gesehen habe und werde gleich mal fragen, wie weit wir dabei helfen können, das Dashboard für die News schneller bekommen zu können. Ich warte die ganze Zeit noch auf ein aber jetzt freue ich mich einfach erstmal über dieses tolle Feedback. Dankeschön. Ich habe da kein Aber. Die einzige Anmerkung, die ich hatte auf die Frage, das gefällt mir abschalten, die Diskussion haben wir intern vor Jahren auch geführt, auch mit dem Top-Management und haben uns dagegen entschieden, es abzuschalten. Aber die Diskussion haben wir auch geführt. Nein, hier starkes Interesse. Wir haben, sind weiterhin stark engagiert dabei, unsere Nutzer zu, ja nicht zu motivieren, Lynchpin zu nutzen, sondern intern miteinander zusammenzuarbeiten. Und der Zugang zu News, die Information über Veränderungen, da ist eure Startseite, die ich eben gesehen habe, also das Dashboard,
das erfüllt ganz viel von dem, was wir heute brauchen. Und deswegen freue ich mich gleich auf den Austausch. Danke. Bis dann. Lieblingskunde. Das erklären wir dann vertrieblich, was die Kostensituation angeht, aber ich nehme das gerne mit. Danke. Patrick hatte noch eine Frage. Ganz kurz, Moment, da muss ich gerade noch was. Ich kann dich noch nicht fragen lassen. Erstmal will der Nando sich unbedingt mit der Jimena auseinandersetzen und uns ein Video mit ähnlichem Inhalt geben. Und ich würde gerne an der Stelle zumindest diejenigen, die jetzt schon Kunden sind, werden von dieser Suite ausschließlich profitieren. Ich hatte einen Kunden, der mir sagte, oh, das Budget für Mobile habe ich jetzt schon, jetzt muss ich noch die IT überzeugen, dass wir das auch die Privatgeräte und sowas machen können. Wir haben gestern gesagt, nee, brauchst du nicht. Das Budget kannst du für was anderes verwenden, weil das eh schon enthalten sein wird. Das hat für euch als Bestandskunden ausschließlich Vorteile. Was ihr tun könnt, um uns Danke zu sagen, ist gerne das sozusagen so wiedereinander machen oder uns dabei helfen, Leuten, die noch nicht Lynchpin benutzen, zum Beispiel als Referenzperson zur Verfügung zu stellen. Das kommt relativ häufig vor. Wir haben ziemlich viele Kunden, die sehr große Organisationen haben, wo sehr viel Misstrauen auch besteht. Das ist ja gar nicht von Microsoft und das kann doch nichts, das explodiert doch morgen. Wenn ihr sozusagen ein bisschen Zeit investieren würdet, um solchen Kunden dabei zu helfen, eure eigenen Entscheidungsprozesse zu veröffentlichen, gerne auch sagen, wie blöd der Microblog ist und sozusagen da einfach ein bisschen Zeit mit uns in Marketing investiert, wäre das sozusagen etwas, was wir sehr zu schätzen wissen würden. So, sorry bitte fürs Warten. Ist das die letzte Frage, Jimena? Okay. Ja, erstmal, ich finde es super cool, dass ihr die ganzen Sachen so zusammenzieht, auch mit den Portalseiten. Ich war ja schon im Vorfeld da drin. Was ich sehe, ist, dass natürlich die Startseite und die Themen sehr interne kommunikationsorientiert sind und so weiter. Und für mich ist so eine gewisse strategische Frage, das Wiki, ich bin so ein ganz alter Kollege, der irgendwann mal mit Voss-Wiki und T-Wiki sogar dann irgendwo hierher gekommen ist, also so uralte Wikis, Enterprise-Wikis. Das heißt, ich habe diesen Gedanken irgendwo schon immer drin, ich möchte diese Kollaborationssicht eigentlich an die Mitarbeiter ranbringen und diese Vorteile wirklich so dieser Zusammenarbeit, dieser Aktivität irgendwo auch mit drin halten. Die Dashboards, und wahrscheinlich liegt es auch ein Stück weit an der Möglichkeit von Atlassian, sind sehr marketinglastig ein Stück weit, sage ich mal in Anführungszeichen, und von dem, was eigentlich auch an My Activities und Changes da ist, das ist nicht so präsent. Wie geht ihr den Spagat und welche Erfahrungen sind da? Ist es einfach, könnt ihr das irgendwie einblenden oder holt ihr die User ab oder ist das erstmal nur ein sekundäres Thema, wo es sagt, ja, wenn die Leute mal das Ding nutzen, dann ist es egal. Bitte schön. Bevor du wieder so viel redest. Ja, tatsächlich ist das, was wir hier sehen mit den News, auch ein Ergebnis von dem, was erstmal viele Kunden wollen, wenn die ein Intranet aufbauen auf Confluence-Basis. Aber wir machen uns schon viele Gedanken auch genau darüber, weil ich glaube auch, wir sind an einem Punkt, wo auch viele Unternehmen so weit sind und das Kollaborationsthema ganz gut im Unternehmen implementiert haben und auch einen Schritt weiter gehen können. Also woran wir denken, ist einmal, es leichter zu machen, unterschiedliche Dashboards einzusetzen. Also bist du jetzt hier so news-orientiert oder geht es dir um Kollaboration? Also so zwei Dinge auszuwählen. Und so in meiner Vision ist so ein Dashboard, was auf eine ansprechende Art und Weise das Relevante, was für mich als aktiver Nutzer wichtig ist, zusammenfasst. Also eine schöne Darstellung von einem Activity-Stream, in den auch andere Dinge reinfließen können. Wir machen uns viele Gedanken auch über relevanten Content. Was ist das überhaupt für einen Nutzer? Und da sind wir auf jeden Fall dran. Da gibt es schon Entwürfe. Ich glaube, Caro wird sie die gerne mal teilen. Also mit einem überarbeiteten Activity-Stream, wo die Kollaboration stärker im Vordergrund steht. Und genau das ist auch der Punkt, den wir beim diesem Dashboard-Wizard dann auch berücksichtigen werden, dass zum Beispiel bei anderen Unternehmen Kollaboration im Fokus steht, anstatt interne Kommunikation. Aber grundsätzlich kann man hier auch mit der Metapher, die Martin, glaube ich, entwickelt hat, antworten. Für viele Unternehmen ist das Intranet, beziehungsweise die Startseite des Intranets, kannst du vergleichen mit so einer Hotellobby.
Also da kommst du rein, das ist schön, da sind die Kronleuchter, es ist wirklich, du kannst dich hinsetzen, dir wird ein Kaffee angeboten, du fühlst dich einfach wohl. Und so sollte die Startseite des Intranets für dich aussehen. Die ganze Arbeit, also die Kollaboration, die Diskussion um Weiterentwicklung und so weiter, das sind so eher Maschinenräume, die sind laut, die sind dreckig. Und das sind genau die Informationen, die von der Marketingabteilung, Unternehmenskommunikation und so weiter von der Startseite erstmal zurückgehalten werden. Aber genau deshalb fokussieren wir uns jetzt auch darauf, eben diese Informationen auch ansprechend auf dem Dashboard anzeigen zu können. Wir haben da auch schon was für dich. Vielen Dank. Vielleicht gibt es nachher in der Session auch noch mehr. Gerne. Ich habe Angst vor Jimena, Martin. Beende es bitte. Ja, ich habe auch noch so einen Blick.